Ich habe eine Aktie mit 9% Dividendenrendite gekauft. Hier kommt Timos Move des Monats. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back! Und zwar zurück heute mit unserem Lieblingsformat, würde ich mal sagen. Erfolgsformat. Und hoffentlich auch eurem Lieblingsformat, das ihr hoffentlich auch schon vermisst habt. Nämlich der Move des Monats. Wir erklären euch ja regelmäßig, welche Aktien wir besonders spannend finden, heiß finden, die wir dann auch kaufen oder auch mal verkaufen. Aber Timo hat mal wieder gekauft. Yes. Und was ganz was Verrücktes. Oh ja. Was hast du denn getrieben? Ja, so verrückt ist es eigentlich gar nicht. Also ihr wisst ja, dass ich aus meinem Verkauf, den ich im letzten Jahr vorgenommen habe, noch ein bisschen Cash auf der hohen Kante rumfliegen habe. Und ich muss auch zuvor sagen, kleiner Disclaimer, an meiner grundsätzlichen Haltung hat sich nichts geändert. Ich werde wahrscheinlich in diesem Jahr tendenziell eher verkaufen und Aktien auflösen, die ich schon langfristig im Depot habe und da zumindest Teilgewinne, sagen wir mal, realisieren. Ich bin noch nicht ganz sicher, welche Positionen da alle komplett rausfliegen, aber ein paar werden es auf jeden Fall sein und ein paar Unternehmen werde ich mit Sicherheit behalten. Das ist aber ein anderes Video. Heute geht es darum, dass ich das ja im Moment eher unverzinste Cash genommen habe und jetzt einen eher kurzfristigen Trade gemacht habe. Und zwar habe ich dann eine schöne Aktie rausgesucht, die Aurelius, ein Small Cap, wo ich im letzten Jahr auch schon mal kurz investiert war, nämlich nachdem der Gotham City, also dieser Leerverkäufer, dort engagiert war und die Aktie dann also sich tatsächlich fast halbiert hat. Da bin ich dann also reingegangen und habe dann, glaube ich, 22% Rendite in relativ... Bist du wieder raus. Bin ich wieder raus, in relativ kurzer Zeit dann ein nettes Ergebnis gehabt, ein bisschen die Urlaubskasse aufgebessert damals und die habe ich jetzt nochmal gekauft. Und zwar wegen der Dividende. Die werden nämlich voraussichtlich im Mai 5 Euro pro Aktie ausschütten. Eine Basisdividende von 1,50 soll gezahlt werden und 3,50 Euro Sonderdividende lasse ich mir nicht entgehen oder möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Die Hauptversammlung im Mai muss erst zustimmen. Aber im letzten Jahr gab es auch schon 4 Euro pro Anteilsschein. Und da gab es eine Zustimmungsquote auf der Hauptversammlung von 99,9%. Also bin ich sehr, sehr optimistisch, dass auch in diesem Jahr diese 5 Euro dann durchgewunken werden. Und dann hätte ich eine Dividendenrendite von 9% auf mein eingesetztes Kapital. Ja. Dann ist er reich im Mai. Muss ja nur noch drei Monate noch gut gehen und dann... Und dann ab in den Ruhestand. Ne? Aber es klingt jetzt eher so ein bisschen... Oder in Urlaub erstmal wieder. Oder in Urlaub, das stimmt. Klingt jetzt eher so ein bisschen kurzfristiger, wenn ich das richtig höre. Ja, jetzt erzählen wir den Leuten ja immer, ja gut, langfristig, Aktien behalten, buy and hold, alles gut und schön. Und du machst jetzt einen auf Trader hier. Ja, also grundsätzlich halte ich mich an diesen Grundsatz, langfristig zu investieren. Also ne, mein Ziel ist es wirklich langfristig, Vermögen aufzubauen. Das tue ich einerseits mit meinem ETF. Sparplan-Depot, wo ich also regelmäßig jeden Monat in die ETFs was reingebe. Aber ich habe auch noch ein zweites Depot, das Aktiendepot, wo ich also tendenziell eher mit Einmalanlagen unterwegs bin im Wesentlichen und dort also auch durch die Hosse ein paar nette Gewinne drin habe und da jetzt halt überlege, dass ich halt mehr aus diesem Depot rausnehme, um dann halt, ja, falls der Crash tatsächlich in, sagen wir mal, den nächsten 12, 18, 24 Monaten kommen sollte, dann eher mein ETF Depot zu stärken, weil ich glaube, dass ich langfristig besser als passiver Investor unterwegs bin. Also grundsätzlich hat sich daran nichts geändert und ich habe auch schon immer mal so ein bisschen was getradet. Also insofern ist das jetzt keine große Überraschung, dass ich jetzt auch mal sage, jetzt ist es eine ein bisschen größere Position, waren auch mehrere kleine Käufe, wo sich dann so Durchschnittskurs gebildet hat bei roundabout 56 und da bin ich eigentlich jetzt ganz zufrieden und möchte jetzt einfach mal für 3, 4, 5 Monate, je nachdem, investiert sein. Ja, so sieht's aus. Ja, das sehen auch manche, vielleicht in den Kommentaren kann man das ablesen, manchmal ein bisschen zu stur. Ich meine, ETF ist ja alles gut und schön, aber man muss ja nicht, also aus meiner Sicht, jetzt 100% ETF fahren. Ja. Es schadet ja nicht, wenn man ab und zu vielleicht mal so kleine Chancen mitnimmt, wie auch immer. Man da sollte das ja auch nicht immer zu dogmatisch sehen vielleicht. Auch wenn man, aber natürlich, wenn wir auch jetzt so eine Grundsatzausrichtung haben. Jetzt haben wir rausgehört, hier Dividendenrendite, die ist natürlich attraktiv. Klingt auch ganz gut, der Plan. Ja. Hast du jetzt nur darauf geschaut? Oder nee, natürlich nicht. Nee. Gerade weil das so kurzfristig ist, habe ich natürlich nicht nur auf die Dividendenrendite geschaut. Ich gebe es zu, das war jetzt der erste Impuls. 5 Euro pro Anteilsschein, super. Aber es ist natürlich gefährlich, immer nur auf die Rendite zu schauen, weil wenn du dir jetzt mal so eine E.ON, eine RWE oder sowas anschaust,
da sind ja die Dividendenrenditen jetzt auch nicht so schlecht, aber leider die Kursentwicklung auch nicht dementsprechend. Gut, also ich habe mir vorwiegend tatsächlich den Chart angeschaut und den, zack, blenden wir euch jetzt einfach mal auch ein im auf 6-Monats-Basis. Ne, da sehen wir ihn, Aurelius, jetzt mal im Vergleich zum DAX indexiert, wollte ich halt mal mit reinnehmen, auf 3-Monats-Basis, können wir jetzt auch mal gleich einblenden, sieht man es sogar noch besser, dass also Aurelius als Small Cap, also die haben, ich glaube, 2 Milliarden Market Cap, würde ich noch im Small Cap-Bereich eher ansiedeln, dass sie also sehr volatil sind. Also das heißt, sie können nach oben hin schön performen, laufen dann also auch tatsächlich besser als der DAX, wenn es nach oben geht. Mhm. Aber sie können also, das sieht man hier auf 6-Monats-Basis auch ganz gut, auch stärker fallen als der DAX. Und beim jüngsten Flash-Crash, ich glaube am 29. Januar war es ja soweit, da ist Aurelius also auch dann auch dementsprechend mit unter die Räder gekommen. Also Crash dürfen wir doch nicht sagen, das ist doch sonst wieder... Ja, ja, Korrektürchen, sagen wir mal Korrektürchen, sonst werden wir wieder gemaßregelt in den Kommentaren. Hetzerei hier. Genau. Nee, da sieht man also auch, wie der Markt runtergekommen. Ich habe mir natürlich auch so ein bisschen das Fundamentale angeschaut, weil das natürlich auch so ein bisschen damit mit reinspielt und wir ja sowieso eher von der fundamentalen Ecke aus kommen. Und ja, da werde ich einfach gleich nochmal ein bisschen was Genaueres dazu sagen. Ja, was ist jetzt dein konkretes Ziel? Also du hast jetzt gesagt 3, 4, 5 Monate. Was wäre jetzt für dich so ein guter Outcome? Ja gut, also die Dividendenrendite natürlich, also die 9% jetzt erstmal mitnehmen und Best Case wäre natürlich noch ein kleiner Kursgewinn obendrauf. Also momentan, wo wir jetzt das Video drehen, da liege ich im Plus mit ein paar Prozentchen, bin jetzt aber auch erst seit, ich glaube, weiß nicht, seit einer Woche oder anderthalb Wochen bin ich erst drin im Wesentlichen. Und ja, also wenn es dann nochmal einen Schnaps obendrauf gibt, vielleicht tatsächlich 10% wäre natürlich ganz nett. Aber ich sag mal, im Wesentlichen geht es darum, die Dividende abzuschöpfen. Und ja, diese 5 Euro pro Anteilsschein, die, sag ich mal, die sind ja auch ein kleiner Sicherheitspuffer, also diese 9%. Also ich sag mal, wenn die Aktie jetzt nicht stärker fällt als 5 Euro in den nächsten Wochen und Monaten, dann hat sich das Ganze ja am Ende des Tages auch gelohnt. Ne? Also das heißt, diese 9% Dividendenrendite, die sind halt so ein kleines Sicherheitspolster. Und ich sag dir auch mal, warum ich das für relativ unwahrscheinlich halte, dass wenn der Markt weiterhin intakt bleibt, also das ist die wichtige Komponente dabei, der Markt muss weiterhin intakt bleiben, dann ist das Unternehmensrisiko aus meiner Sicht relativ gering, weil fundamental sieht es halt bei Aurelius wirklich gut aus. Die Q3-Zahlen aus 2017 sind die aktuellsten Zahlen, die man von Aurelius so hat. Der Umsatz ist um 46% gestiegen in den ersten 9 Monaten 2017 im Vergleich zu 2016. Das Betriebsergebnis hat sich sogar fast, ich glaube, vervierfacht. Also das ist wirklich, da waren sie wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Und sie haben auch einen so hohen Cashbestand wie noch nie. Also wer da nochmal ein paar detailliertere Ergebnisse haben möchte, ich hänge den Geschäftsbericht einfach mal unten rein, könnt ihr euch die Facts nochmal mit rausnehmen. Und jetzt blenden wir nochmal einen zweiten Chart ein, und zwar hier Aurelius auf Basis der letzten 4, 5 Monate. Und da sehen wir den Tiefpunkt und den Hochpunkt. Und da habe ich jetzt mal die Fibonacci Retracements einfach mal so angelegt. Und da sehen wir, dass also Aurelius Unterstützung im Bereich 57, 54 und 52 Euro hat. Das sollte aus meiner Sicht jetzt zumindest für die nächsten 2, 3 Monate ausreichen. Das sollte auf jeden Fall hoffentlich halten. Und ansonsten ist ja bei 49 zumindest nochmal eine größere Unterstützung. Und von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass das klappt. Wenn der Markt hält. Wenn der Markt hält, ja. Das wäre generell praktisch für uns alle, denke ich mal. Jetzt hast du die Short-Attacke hier von Gotham City schon angesprochen. Wahrscheinlich war es Batman, der dahinter steckt. Was ist denn jetzt, wenn Batman dir wieder in die Parade fährt? Hier. Ja, das wäre schlecht. Das wäre ein schwarzer Schwan. Aber man weiß ja nie, es sind ja auch noch genügend Shortseller engagiert bei Aurelius. Das muss man halt mit dazu sagen. 8% sind es gerade im Umlauf. Ich habe mir die aktuelle Liste mal angeschaut. Da sind, glaube ich, auch so BNP Paribas ist zum Beispiel mit dabei. Highwater Bridge und so weiter. Also durchaus namhafte Shortseller, aber das schreckt mich jetzt nicht, weil die Tendenz ist sowieso momentan da, dass die Shortseller ihre Positionen
sozusagen eher aufbauen, und zwar auf breiter Basis, nicht nur bei Aurelius, sondern auch in anderen Werten und auch allgemein im Markt. Ich glaube, Ray Dalio ist ja auch momentan eher auf der Short-Seite aktiv. Das muss man natürlich im Blick haben, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, wie gesagt, dass halt bis zur Hauptversammlung und bis in den Frühsommer hinein alles gut geht. Wir sind ja auch allzeit bereit sozusagen. Ja. Cash liegt noch ein bisschen rum, noch 2-3 Euro, 2-3 Mark. Aber bist du vielleicht ein bisschen schon zu früh raus? Du hast es vorher schon angesprochen, dass du schon auf was, also dass du jetzt weiter verkaufen willst. Du hast jetzt zum Beispiel Commerzbank verkauft, war jetzt nicht perfekt. Nee, war jetzt, klar, war nicht optimal. Also es wäre natürlich am Ende des Tages besser gewesen, jetzt in der Commerzbank drin zu bleiben. Das war nochmal wann genau? Irgendwie November oder so? Das war im, ich glaube, im Oktober. September, ne? Also, okay, im September ja. habe ich die Koba verkauft, so her, bei, ich glaube, 11,50 oder was. So eine zwischenzeitliche auf 13 Euro, glaube ich, direkt hoch. So what, ist gelaufen. Also entgangene Gewinne, habe ich ja damals gesagt, interessieren mich nicht. Das ist jetzt auch so. Natürlich ist das nicht optimal gelaufen, dass das Cash jetzt unverzinst auf dem Konto rumlag. Aber es ist jetzt nun mal so, man kann es jetzt auch nicht ändern. Man muss jetzt aus der Situation das Beste machen. Mhm. Und ich sag mal so, langfristig hat das ja auch keinen Einfluss auf meine Vermögensbildung. Also das hat ja jetzt, ich habe ja gesagt, das hat einen Hintergrund, dass meine langfristige Strategie ist es, mich eher ETF-lastiger aufzustellen und einen potenziellen Crash dazu auszunutzen. Ne? Schön viele breite Anteile einzukaufen, und das ist auch grundsätzlich richtig und dazu stehe ich auch weiterhin, und deswegen habe ich das jetzt also auch in Kauf genommen, dass da halt ja vielleicht ein nicht so optimaler Zeitpunkt beim Verkauf da war und dass der Markt jetzt weiter ganz ordentlich gelaufen ist. Aber ja, ich sehe es jetzt halt so, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen was mitnehmen. Ich finde, das Chance-Risiko-Verhältnis ist gut, und von daher mache ich das jetzt einfach. Und wie gesagt, wenn ich am Ende des Tages falsch liege, dann werde ich mit Sicherheit auch wieder ein Video darüber machen und euch das... Aber du wirst sehr traurig sein. Und ich auch ein bisschen. Ja, also davon wird jetzt unser Herz nicht brechen. Ja, also. Crash hat Timo gerade schon angesprochen. Wenn ihr ein bisschen mehr dazu wissen wollt, wie wir da auch damit umgehen, hängen wir euch hier nochmal, weiß ich nicht, 1, 2, vielleicht auch 3 Videos an. Jetzt müssen wir natürlich nochmal hier den Sicherheitsgurt festzurren. Hast du einen Stopp gesetzt bei dem ganzen noch nicht. Unterfangen? Noch nicht. Ich tüftel da gerade dran rum. Also ich weiß, das ist vernünftig. Wichtiger ist, direkt, wenn man den Kauf macht, auch direkt einen Stopp festzulegen. Keine Frage. Also Leute, spart euch die Kritik. Ich weiß es. Aber wo bist du nochmal rein? Bei 56? Bei 56 bin ich rein. Knapp drunter. Ich also glaube 55, jetzt, er versucht 90 in einer Woche so. Jetzt 90% von 56. Ja, genau. Ich verrate es gleich in die Kamera aus. Nee, ich tüftel da gerade dran rum. Ich mache das auch nicht so dogmatisch. Also bei den 10% oder so oder 15% darunter. Ich habe die Position aber natürlich verstärkt im Blick. Und von daher macht euch keine Sorgen. Ich mache es immer auch nicht. Und wie gesagt, einen Stopp werde ich auf jeden Fall noch reinziehen. Sehr gut. Ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich werde das jetzt auch noch genauer beobachten, Aurelius. Und hoffentlich klappt das mit der Dividende. Wäre ja dann echt ein guter Move gewesen. Werden wir sicherlich vielleicht auch nochmal irgendwann aufgreifen. Sei es in einem Roundup oder vielleicht nochmal. Genau. Oder wenn du es dann eben verkauft hast, wie auch immer. Ja. Ja. Bleibt spannend. Schreibt da mal in die Kommentare, wie ihr den Move findet. Vielleicht kaufen die Leute es auch Aurelius und du bist reich morgen. Genau, das ist noch ganz wichtig. Eigentlich hätte ich das am Anfang des Videos sagen müssen. Leute, nur weil ich das jetzt gemacht habe, bitte nicht blind nachmachen, nicht blind nachkaufen und besonders nicht mit tendenziell eher so einem kürzeren Zeitraum da rein, es sei denn, ihr seid wirklich ultra gut ausgebildet, kennt euch gut mit den Chancen und den Risiken aus. Also, wie gesagt, bitte nicht nachtraden und blind drauf verlassen, ja? Gilt für alle unsere Hinweise hier. Genau. Wie immer. Gut. Okay, dann haben wir es in der Bütt. Kommentare schreiben, liken, abonnieren. Alles. Alles, was ihr wollt. Her damit. Wir freuen uns drüber. Und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.